Hallo und herzlich willkommen bei Virtustüs und einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir haben in der letzten Folge hier unsere Kapitänskajüte, so heißt das Ding, ein bisschen angefangen auszubauen. Da machen wir jetzt weiter, deswegen bleibt dran, dann geht's nach dem Intro los. Ich habe hier mal in der Ecke ein bisschen experimentiert, gerade wie ich das hier am besten mache, dass das eine Stufe tiefer kommt. Und ich habe mich hierfür entschieden. Den einfach hier so einmal versetzt nach unten, dann kommt nämlich hier die Lampe hin. Dann lassen wir den einmal frei. Das heißt, dann einmal dahin, durch anschalten die Funzeln. So, und hier setzen wir auch mal so eine Ecke hoch. Dann sollte das nämlich eigentlich recht gut passen. Den einmal hier rüber kopieren. Und hier nochmal so ein Block in die Mitte. So. Wird. Dann schalten wir dich mal ein. Hier ein großer Block, den ich nicht habe. Warum habe ich denn? Schön Schrott. Okay. Fangen wir einfach mal anders an. Wir sind ja flexibel. So. Ist auch nicht verkehrt. Warum wollte ich das denn gerne so machen? Da haben wir hier auch ein bisschen die Schräge mit drin. Ja, das passt doch. Fette Kajüte mit viel Platz und heller Beleuchtung. Auch immer wieder das Weiß mit drin, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, noch ein bisschen Holz, dann kann hier so das fette Tüchchen. Ja, ein Zäunchen. Kann natürlich auch so hier, ja, ne? Passt ja auch ganz gut. Keiner abkackt und schon das Bettchen. Dann kriegt er noch eine Tür. Dann haben wir da bestimmt noch eine. Tür, die Tür. Ich kann doch eigentlich zwei solche kriegen. Kleine Abgrenzung. Die sind eisenbeschlagen. Hier kommt keiner rein. So, damit haben wir die ersten Ebenen quasi fertig. Also das hier oben komplett. Da die Zimmereinrichtung fehlt halt. So wie auch hier. So, was bleibt übrig? Der Raum hier. Also der große Fettraum. Das hier in der Mitte wird auf jeden Fall Lager. Hier hinten weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt Büse oder so ein Schrott. Sieht halt lustig verwinkelt aus, heißt, wir werden auch wieder einiges an Platz investieren müssen. Ich hatte erst überlegt, ob ich den Gang hier oben hinsetze. Problem ist hier, er würde gehen. Hier würde auch noch gehen, aber hier ist halt die Wassergrenze. Wenn ich hier runter gehe, würde man das wahrscheinlich von außen sehen. Das gefiel mir dann halt nicht. Einfach sagen, so. Einfach erstmal gucken. Kann ja ruhig ein bisschen tiefer sein hier unten. Das, was wir auch machen können, um das abzugrenzen. Einfach nur der Optik halber.
erstmal mit Fliesen. Das sieht ja wirklich keiner. So. Das ist hier halt so der Fußboden. Hier ist halt nichts. Fertig ist. Müssen wir gucken, wo wir bleiben hier, ne? Hier verdicht. Na, dachte ich mir schon. Dass das hier nicht so ganz passt, wie es soll. Aber ist nicht weiter schlimm. Das hält so gekommen, wie es ist. So. Dann ist hier das Loch. Das jetzt gepasst hat. Ja, sieht gut aus. Ja, war genau die. Ne, hier muss er hin. So. Schnell zumachen. Dann haben wir nämlich gleich nur noch das Segel. Macht keinen Unterschied. Pimps. Zu ist die Luke. Da haben wir hier so einen fetten Lagerraum. Ja, hier ist halt jetzt ein bisschen ungünstig. Es ist dunkel hier hin. Ja, was machen wir hier? Vielleicht muss hier den Durchgang bauen. Irgendwie so. Machen wir so, ne? Der ist unwichtig. Zack, den brauchst du hier unten nicht mehr sehen. Das heißt, hier geht so genauso. Hier wird es schon ein bisschen schmaler, ist aber nicht schlimm. Dahin. Setzen wir hier auch noch mal eine Funzel hin. So. Passt. Perfekt. Ja, nicht ganz, aber fast. Wie gesagt, ich will hier noch den Durchgang. Geheimverstecke reinsetzen. Aber ist okay so. Ich überlege, ob ich den hier nicht doch wegmache. Ist einfach ein bisschen angenehmer zu laufen. Was man halt alternativ machen könnte, wäre so. Hat ja auch noch was. Passt. Du nimmst den Lagerraum gestalt an. Okay. Hier natürlich noch das gleiche Spielchen. Ist da, da, dahin.
Bum, bum, bum. Bum, brum, brum. Oh, Balu. Hey, yeah. Wie war das? Auch schon wieder alle, ey. Das geht weg wie nix. Warte mal, fällt mir ein. Aber hier habe ich die alle rausgenommen, ne? Hey, der hier nicht. Einfach der. So. In dem Fall ist das halt so. Hier drüben nicht. Einer am anderen raus, ne? Aber na gut, da kann ich den doch hier runtersetzen noch. Halb so wild. Ja, da habe ich den einfach beendet, ne? Ja, den einen haben wir gelassen. Okay, machen wir hier auch so. Das fällt hier nun echt keinem auf. So, bis hier vorne hin. Zack. Auch noch einen raus. Ist halt viel verschwendeter Platz, aber ist nicht schlimm. Wir sind auf einem Schiff. Alles Wartungsgänge. Dann haben wir noch den Raum hier hinten. Also hier den Lager, das Lager, den Raum hier vorne, die Front. Man kann hier halt schön reingucken, das ist auch nicht verkehrt. So. Ist halt alles immer ein bisschen fraglich, wie wir was machen. Wir sind ja hier eh unten, da können wir den auch so hochziehen. Das siehst du ja von außen wirklich nicht, oder geschweige von unten. So. Dahin. So. Warum denn mal nicht so? Muss ja nicht immer alles zugemauert werden. Aber hier müssen wir so gehen, ne? Nee, passt ja von der Höhe. Passt ja perfekt. So. Aber noch den einen Balken. Keine Ahnung. Und den hier. Die werden wir ja auch noch alle los, die schrägen. Nee, sag bloß. Guck mal gleich später weiter. Können wir natürlich auch mal. Wollen wir danach gehen? Ist das richtig? So. Muss man ja auch mal gucken. Perfekt.
Umsetzung. Hier einfach mal mit Querbalken. So. Da ich noch die Schrägen rein gut ist, ne? Hier ist der Raum dann halt ein bisschen schmaler. Natürlich verkehrt. Man weiß nie. Wann einem das zum Verhängnis wird, wenn man das nicht richtig macht. So. Ah, hier sind sie. Ah, überall diese halben. Die regen mich langsam ein bisschen auf. Ich will einfach hier unten einen hinzusetzen, so. Das hier hinten auch hell genug. Ne, die müssen bleiben. Oder besser gesagt, die kommen hierher. So. Dann passt das. Ja, wird doch hier sehr geräumig. Ich kann auf jeden Fall viel rein hier vorne. Ich kriege vielleicht einen Aufenthaltsraum oder sowas. Zack. Ist das auch dicht? Wo ich hier echt so überlege, aufgrund der Decke. Nochmal rausnehmen. Vielleicht bleibt das alles relativ gleich. So. Und das nach oben hin ein bisschen abgedunkelt. Ja, fehlt nur hier die Ecke und fertig. Läuft bei uns. Ich werde hier, glaube ich, auch noch mal einen reinsetzen. Schön ist, man könnte es jetzt auch einfach erweitern. Ne, hier in dem Fall nicht. Nur bis hier. So. Das ist, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier sind. Genau, wir sind jetzt hier hinten am Heck. Das Heck hier unten. Frachtraum. Und jetzt kommt nur die Front im Endeffekt. Da haben wir ein bisschen weniger Platz, aber sind wir auch wieder nach oben hin offen. Ja gut, aber das können wir dann andermal machen. Ich hole mal nochmal ganz, ganz flink so am Ende. Verläufst du dich ja mittlerweile richtig drin. Mal ganz schnell ins Lager. Erstens, ich müsste noch Holzschrägen haben. Und zweitens hätte ich sonst Seile definitiv. Erstmal gucken wir nach Holzschrägen. Ja, siehst du, hier ein paar haben wir. Komm, eigentlich könnte ich die auch mal mitnehmen. Mal gucken, was draus wird. Seile soweit. Jetzt nicht mehr parat.
Okay, dann machen wir jetzt hier einfach einen Break. Die Seile sind am Produzieren und wir sehen uns ganz gemütlich an der nächsten Folge, sprich morgen wieder. Lasst mir ein Däumchen da, Abo und so weiter und wir sehen uns. Bis dahin.